Leute da draußen, mein Name ist Lotti, ich bin jetzt im zweiten Semester Zahnmedizin und da ich auch nach dem ersten Semester schon mal so ein kleines Uni-Update gemacht habe und euch erzählt habe, was ich so für Kurse belegt habe und was wir alles machen mussten da, habe ich mir gedacht, mache ich das auch für das zweite Semester. Das ist jetzt gerade rum, ich bin endlich fertig mit allen Prüfungen. Das hat so ein bisschen lange gedauert. Normalerweise gliedert sich das Semester ja immer in diese Vorlesungszeit und die vorlesungsfreie Zeit bzw. Semesterferien. Doch Semesterferien hatte ich dieses Jahr irgendwie so gar keine, weil ich dann auch noch den Phantomkurs hatte, also sowas Zahntechnisches, und meine erste staatliche Prüfung, die NVP. Und deswegen war das Semester wirklich super, super vollgepackt. Aber fangen wir am besten mal am Anfang an, in der Vorlesungszeit. Da hatte ich größtenteils nur Chemie. Manchmal hatte ich jeden Tag in der Woche Chemie. Also wir hatten eine Vorlesung, wir hatten ein Praktikum, wo man dann wieder irgendwelche chemikalischen Versuche gemacht hat und probiert hat, irgendwie sein Verständnis zu erweitern und so ein bisschen auch praktisch eine Anwendung zu finden. Ja, war nicht immer so ganz cool, weil einerseits hat die Vorbereitung von uns ausgefehlt. Wir wussten gar nicht genau, was wir immer so machen sollten, beziehungsweise es wurde uns nicht so wirklich erklärt, warum das jetzt irgendwie nützlich sein kann, dass wir da die Versuche machen. Und andererseits war es auch so, dass das immer super schlecht vorbereitet war. Also teilweise fehlten Materialien und waren leider nicht ganz so cool, wie man das vielleicht so denkt. Ja, schön ins Labor gehen, ein paar Versuche machen, aber ja, also es war auf jeden Fall noch cool, aber halt nicht so cool, wie es hätte sein können. Und wir hatten teilweise noch so einen Crashkurs noch, also der begann schon vor Semester, zwei Wochen oder eine Woche vor Semesterbeginn. Und da haben wir halt nochmal alles so, was man eigentlich in der Schule schon hatte, so ein bisschen wiederholt oder ein bisschen was erklärt bekommen. Man konnte super viele Fragen stellen, das war richtig praktisch, auch mit Übungsaufgaben und so. Und der ging dann manchmal im Semester auch noch weiter, so dass ich manchmal bis zu fünfmal die Woche Chemie hatte. Und dann fühlt man sich wirklich eher als Chemiestudent als Zahni, weil jeden Tag Chemie. Also der Crashkurs hat mir echt richtig, richtig viel gebracht. Ich habe da gefühlt nochmal viel, viel mehr gelernt als in den Vorlesungen. Gerade weil wir da immer so ein bisschen was, so Übungsaufgaben auch gemacht haben oder man immer Fragen stellen konnte, theoretisch. Ich weiß nicht, das war irgendwie sehr, sehr gut. Also ich bin richtig froh, dass meine Uni das noch angeboten hat. Also es gibt ganz oft so Crashkurse, jetzt auch vor dem Semester oder so. Geht da wirklich hin, weil meistens sind die super, super hilfreich. Ja, aber damit ich nicht nur Chemiestudent bin, hatte ich auch noch zwei weitere Vorlesungen. Einmal Werkstoffkunde, das hatte ich ja auch schon im ersten Semester, dass man da nochmal was über Materialien gelernt hat, über Gips, Metalle, sowas alles. War auch wieder ganz spannend, also ich finde es immer ganz gut so. Darüber gab es zum Glück auch gar keine Klausur oder so. Das ist manchmal immer ein bisschen in unseren zahnmedizinischen Klausuren drin, also all die Fächer, die ja mit Zahnmedizin zu tun haben und nichts mit Chemie oder so. Und dann hatten wir auch noch Anatomie. Das war richtig, richtig cool. Da hat man halt so, also das Thema war orofaciales System, heißt alles, was so mit Gesicht und Mund zusammenhängt, Zähnen, wie die Nerven, Blutgefäße da verlaufen, wie sich überhaupt die Zähne entwickeln, wie die genau aufgebaut sind. Und ich muss dann immer schön auf meine Zähne gucken. Das ist so ein bisschen peinlich, aber egal. Ich bin schon ganz interessiert, was Zähne angeht. Und immer, wenn ich Leuten begegne, ne, ich schaue schon manchmal auf deren Zähne. Also seid vorsichtig, wenn ihr mit mir redet. Ja, nachdem wir dann immerhin eine Chemieklausur geschrieben haben, hatte ich dann erstmal 3 bis 4 Wochen frei, die ich aber auch nicht so gut nutzen konnte für einfach nur Urlaub, weil ich mich auch noch weiter vorbereiten musste auf den nächsten Kurs, nämlich den Phantom 1 Kurs. Phantom heißt das wahrscheinlich, weil man an so Phantommenschen, also keine echten Menschen, sondern so, habe ich ja schon mal erzählt, dann gibt es da so ein Metallgestänge, wo man so ein Gebiss reinschrauben kann. Man setzt dem eine Gummimaske auf und dann ist das sozusagen dein Phantompatient. Und da haben wir erstmal einen Stiftaufbau mit Provisorium gemacht, dann eine Totalprothese und eine Brücke. Ja, das war echt wieder richtig, richtig cool. Allerdings auch super anstrengend. Der Kurs ging einen Monat lang, von Montag bis Freitag, 8 bis 16.30 Uhr. Also super, super lang. Mittagspause hatte man theoretisch schon. Man konnte halt dann einfach mal sagen, ja, von 12 bis 13 Uhr mache ich halt mal nichts oder rausgehen oder was auch immer. Man ist da immer super frei und kann sich die Zeit selbst
ganz gut einteilen. Allerdings ist das halt auch immer super, super stressig. Man hat halt echt nicht so viel Zeit, weil man alles auch immer direkt abgeben muss und manche Sachen halt noch nie geübt hat. Und ich zeige euch jetzt mal bei der ersten Aufgabe. War dieser Zahn so ein bisschen kaputt. Da hatte er irgendwie... ist hingefallen mit dem Fahrrad oder was auch immer. Dann stellt man aus Wachs, das sieht man noch so ein bisschen, das Blaue, so ein Wax-Up her, dass das wieder so aussieht wie der andere Zahn oder wie halt ein normaler Zahn. Und dann kann man davon so Silikonschlüssel nehmen und später solche Provisorien gießen. Die werden dann einfach auf den präparierten Stumpf eingesetzt. Also ich habe jetzt keinen präparierten Stumpf, deswegen kann ich das nicht einsetzen. Aber so, dass der Zahn erstmal versorgt ist. Und sowas habe ich halt alles noch nie gemacht. Und dann ist es halt echt krass schwer wieder, wenn man dann gleich alles abgeben muss und so. Und deswegen ist dieser Kurs, alles Zahntechnische ist immer mit voll viel Stress verbunden oder halt Zahnmedizinische, weil man halt noch nicht so viel Übung hat und es gleich immer super werden muss, beziehungsweise gut genug, dass du bestehst. Und dann ist es halt echt manchmal ein bisschen hart, also keine Ahnung. Ich habe hier noch meine anderen Modelle. Da habe ich so Zähne präpariert für eine Brücke, eine Goldbrücke, die kommt dann darüber. Brücke heißt, sie überkront auch diese Lücke. Und ja, das war dasselbe. Es macht alles super viel Spaß, habe ich jetzt glaube ich schon genügend gesagt, aber es ist halt auch immer richtig, richtig anstrengend, deswegen bereitet euch schon mal darauf vor. Bei meiner Uni gibt es zum Beispiel online auch immer so Videos, die dir einmal vorführen, wie das alles so aussehen sollte und so. Und sowas ist echt richtig, richtig hilfreich. Nutzt das auf jeden Fall und dann geht das auch wieder. Hoffentlich. Ja, und dann hatte ich jetzt die letzte Zeit noch NVP-Prüfung. Naturwissenschaftliche Vorprüfung habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Und das ist so meine erste staatliche Prüfung. In Zahnmedizin haben wir 3 staatliche Prüfungen. NVP, Physikum und Staatsexamen. Beziehungsweise, das wird jetzt schon Staatsexamen, ich weiß es auch nicht so genau. Aber das sind so die richtig wichtigen Prüfungen. Klar hast du sonst auch immer noch Klausuren und so, aber das sind so, das ist dann sowas wie dein Bachelor oder was auch immer, Physikum. Also wenn man das so mit anderen Studiengängen vergleichen möchte, ist Physikum dann zum Beispiel Bachelor. Und jetzt hatte ich Vorphysikum, also eine Vorprüfung davon. Und das war dann halt mündlich. Ich wurde in Naturwissenschaften geprüft, also NVP, das N steht für Naturwissenschaften, also in Physik, in Chemie und in Bio. Das war echt, ja, mal was anderes, so eine mündliche Prüfung. Sonst haben wir ja eigentlich immer Klausuren, bei denen man auch einfach ankreuzen muss, also Multiple Choice, was die richtige Lösung ist oder was man denn da denkt, dass die richtige Lösung sein könnte. Und jetzt war es halt komplett anders, dass man wirklich mit so einem Prüfer im Gespräch war, aber das war auch voll gut, weil die Prüfer sind echt voll nett gewesen und ich hatte eigentlich am Anfang super doll Angst, dass die irgendwie richtig streng sind und einen voll verunsichern oder so, aber die meisten sind echt alle richtig, richtig nett und ich habe dann auch gute Noten bekommen, also eine 1, eine 1 und eine 2 in Bio, obwohl ich echt schon super, super Angst hatte, weil ich eigentlich auch nicht so mega der mündliche Prüfung Fan bin. So als ich Abitur geschrieben habe, war das Horror, das war die schlimmste Prüfung meines Lebens, die schlimmste Klausur. Ich hatte so Angst davor. Aber diesmal hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und man wird ja auch immer irgendwie so älter, erwachsener, weiß mehr mit Situationen umzugehen. Und ja, deswegen war echt voll okay. Super viel natürlich zum Lernen wieder, weil man nie genau weiß, was die Prüfer einen denn jetzt in diesen Prüfungen fragen. Du lernst halt dann alles, was du in den Vorlesungen hattest. Und sie fragen dich vielleicht zu einer Vorlesung oder halt so 2, 3, ein bisschen grob. Deswegen ist das halt alles super anstrengend und mein Semester war echt, echt anstrengend. Semesterferien hatte ich komplett gar keine. Ich habe jetzt halt noch meine eine Woche frei, bis es dann weitergeht mit Lernen, aber so ist das nun mal. Ich habe trotzdem noch genügend Zeit, irgendwie Hobbys nachzugehen oder was auch immer. Also so richtig schlimm ist es natürlich jetzt auch nicht, aber das war jetzt erstmal super, super viel auf einmal. Ja, also für alle, die so Fakten immer interessiert, ich hatte jetzt dieses Semester 2 Klausuren, 3 Abgaben von praktischen Sachen und meine Finger sehen ja richtig krüppelt aus, oder? Was ist denn das? Hier, das ist... egal.
Aber egal, also ich hatte 2 Klausuren, 3 praktische Abgaben und dann 3 mündliche Prüfungen. Heißt, ich war ganz gut ausgelastet dieses Semester. Mal sehen, wie das nächste Semester wird. Ich bin schon super aufgeregt und gespannt, wie das wird mit Präparieren. Aber naja, das kommt dann irgendwann mal. Was mache ich mit meiner Schere, ganz ehrlich? Ich hoffe, es war ganz interessant, wenn du dich für Zahnmedizin interessierst. Schreib mir gerne, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Videos, die ich noch drehen könnte, die dir helfen würden bei der Studienentscheidung oder wenn du jetzt auch Zahnmedizin anfängst zu studieren. Ich freue mich natürlich immer drüber, wenn ihr mir was schreibt. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!